Herzlich willkommen zum neuen Video. So, jetzt machen wir Feierabend. Soll ja regnen, hatte schon ein bisschen angefangen. So, jetzt schauen wir mal, wie sich jetzt die Räder sich verhalten. Ich habe sie heute auswuchten lassen. Die haben so ein bisschen Unwucht dran gehabt. Und jetzt fahren wir mal auf die Autobahn. Da können wir mal sehen, wie es ist. Wisst ihr, Leute, das ist das Beste mit dem Auswuchten. Ist ja nicht so schlimm. Aber es ist ein Wohltat, mit den Felgen jetzt rumzufahren, ohne dass man bedenkt hat, dass man von der Polizei angehalten werden muss, wird oder sowas. Und klar, er war ja schon angemeldet beim TÜV. Und die haben mir immer bestätigt, wenn was sein sollte. Mal bei ihm anrufen, er bestätigt es dann, mein Kennzeichen, alles drum dran, dass ich bin, dass ich angemeldet bin, dass ich den Termin habe. Aber ich hätte immer noch Bedenken, dass ich doch Strafe gekriegt hätte, auch wenn ich einen Termin hatte. Ja. So denke ich mir das. Also ich habe jetzt insgesamt 3 Wochen gewartet. Einmal bin ich hin. Ja, da hat er gemessen mit Wasserwaage, Meter. Und da hat er gesagt, so die Stoßstange vorne sowie hinten ausstellen. Und ja, Bördeln oder sowas. Hat er nie gesagt und sowas. Ich habe da nicht geblattet. Und ja, dann hat er das aufgeschrieben. Und ich hatte ja ihm auch gesagt, dass ich ja auch keine Papiere für das Ding habe. Und dann habe ich von einem Kollegen so ähnliche TÜV-Papiere bekommen, die halt im anderen Auto verbaut waren, aber eine Freigabe, sag ich mal, so wie die das nennen beim TÜV. Und ja, und so haben die das mit der KBR-Nummer, was auf der Felge draufsteht, das ist dann halt die Freigabe rausgeholt. Ja, und dann musste ich die zweite Woche nochmal hin. Und dann hat er sich das angeguckt mit der Stoßstange. Und dann hat er gesagt, alles klar, okay. Und da kam mir die Okay-Zeichen von ihm. Ja. Dann hat er das wieder aufgeschrieben. Und dann hat er gesagt, er muss es dann wegschicken. Wieder noch so ein Gutachter. Und dieser Gutachter hat dann die Papiere halt, also per E-Mail, füllt er das dann aus. Er checkt es dann raus mit KBR-Nummer, mit was für Marke, wie was für Lochkreis, Krimskrams. So. Und dann schickt er das dann bei ihm hin. Ne? Ja, so wurde das dann, da hat er das per E-Mail geschickt kriegt. Und ja, mir ist das Handy wieder runtergefallen, mein tappische Halterung. Naja, fahren wir halt mal so. Und ja, und dann bin ich dann dahin. Moment, ich muss ein bisschen auf die Straße achten. Hier ist ja die Hölle los.
an die Leute, so, ja. Und so, Moment. Gleich sind wir auf der Autobahn, haben wir Freiraum. Ja, wie gesagt, dann bin ich jetzt am Mittwoch hingegangen. Und dann war ja die Freigabe auch von einem Gutachter da. War alles in Ordnung. Und da habe ich halt dann gleichzeitig gesagt, wo ich dann dort war, hey, machen wir TÜV. Und da hat er auch gleichzeitig TÜV gemacht. Also toller Kerl. Ja, sehr freundlich. Ich bin zum ersten Mal dort gewesen, obwohl ich den Chef halt kenne. Das ist der Mitarbeiter von ihm. Moment, ich muss mal kurz nochmal Gas geben. Die Autobahn kommen. Ach Gott, Wasser. So. Ja, tolle Leute und so weiter. Die haben das, den TÜV dann ratzfatz gemacht, dann eingetragen, Papiere in die Hand. Also die Eintragung habe ich bezahlt für die Felgen. 126 Euro Einzelabnahmen und dann halt für den TÜV 127. Ja, aber wie gesagt, jetzt ja gut, und noch die Federn wurden hier eingetragen, also Fahrwerk, ne? Und das ist extrem günstig für 126 Euro die Felgen. Felgen plus die Federn. Ne? So. Ach Gott, dieser Stau hier. Mitbringen, sehe ich der 126 und plus 127, sehe ich da auch, hat aber keinen Preis gemacht, sage ich ja. Ja. Prozess. Also sowas, ich habe schon lange, sehr, sehr lange, also es ist über 20 Jahre, dass ich nichts mehr eintragen gelassen habe. Aber früher war das ja so, bei dem Kfz-Bereich, da hast du, ich hatte hier bei meinem DSI Fahrzeugschein, 10 verschiedene Felgen eingetragen. Naja gut, ich hatte sie ja auch immer, musste ich immer drauf machen, weil ja mein Auto beim Motorshow Hessen gestanden hat, als die Felgen von Keskin drauf waren. Ja. Dann kam ja auch unser TÜV-Mann, da wo ich jetzt hingegangen bin, der geht die da nicht mehr hin. Und dann habe ich alles gesagt, da sind 4 Felgen, da hat neue Felgen, die müssen eingetragen werden. Na ja gut, da ging das ratzfatz, ohne E-Mail, ohne, gut abgemessen hat er, alles im dran, aber so wie heute.
heute abmessen, E-Mail, 3 Wochen warten. Wie sich die Zeiten ändern, ne? Ja. Damals ging es höchstens Viertelstunde, Halbstunde. Auto fährt gut. Und naja, ich hoffe, dass ihr ein gutes Bild habt. Demnächst machen wir so ein Projekt nochmal. Wir haben doch diesen silbernen Kalibra. Der hat auch ein paar verranzte Stellen. Ein bisschen Rost. Das muss man wegmachen. So wie ich beim Vectra, beim Weisen auch das außenrum gemacht habe. Ja. Es muss ja nicht sein, dass man mit sowas auch auf diese Straße fährt. Und das machen wir dann auch. Weiter, wie es da läuft. Ne? Irgendwie. Das sei ja langweilig. Jetzt nicht. Langweilig wird's nicht. Daher. Wenigstens habe ich das Schlimmste jetzt hinter mir. Wenn ich es jetzt halt am Mittwoch gemacht habe, mit dem TÜV und alles, dann hätte ich jetzt nur die Felgen eingetragen und hätte heute woanders da TÜV machen müssen. Dann wäre der Tag komplett kaputt. So bin ich dann Mittwoch hin, Felgen, Reifen, Federn, eintragen lassen, plus TÜV, ist hinter mir, und dann ist es in Ordnung. Wie findet ihr diesen Preis jetzt von 126 Euro? Schreibt mir das mal in die Kommentare rein, ob das okay ist. Also für mich kommt es sehr günstig vor. Also er hat keinen Rabatt gemacht, weil er mich kennt. Er macht ja nicht den Preis. Aber der TÜV-Mann hat auch selber gesagt, sehr günstig, komisch. Aber habe ich gesagt, ja, ist aber auch Federn, Reifen, alles drin. Nicht, dass es nur die Felgen sind. Dass ich für jedes Teil 126 Euro bezahlen muss. Ich dachte, nein, nein, so steht es im System. Ob die jetzt einen Fehler gemacht haben? Ob es dann doch wirklich so günstig ist, kenne ich nicht aus. Wenn jemand sich auskennt, sehr gern. So. Also das Auto fährt gut. Lenkung, alles gut. Ausgebootet. Jetzt fahre ich in den Garten. Ein bisschen was schaffen. Dann sehen wir uns morgen. Da werde ich ein bisschen was am Auto machen. Da kann man ein bisschen filmen. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr reinschauen. Und ja, so war es mit dem Kalibra, mit seiner TÜV-Geschichte. Sehr, sehr froh, dass es geklappt hat. Ja, so. Also schneller kann ich hier nicht mehr fahren. Das wollte ich hier zeigen, dass auch über 100
fand ich nett gefahren. Es war nämlich da so ein LKW. Die Straße ist sehr voll. War dazu kann man mit 70 rum. Naja. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.